Hallo und herzlich willkommen zur 269. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6. Hier im wunderschönen Wendland, hier im wunderschönen Nordwehen. Es ist sonnig, es ist richtig schöne Musik im Hintergrund und ich möchte euch die Erkenntnisse der letzten Tage präsentieren. Ich habe hier nämlich auch etwas beschriftet ein bisschen weiter und so sieht das Gebäude bis jetzt noch aus. Innen natürlich auch. Ich habe hier eine Decke drauf gezogen, beziehungsweise das ist jetzt von oben der Fußboden. Und das ist jetzt eine Apotheke und die Apotheke nennt sich In die Höhe, weil die an der Straße in die Höhe. Ja, die Straße geht in die Höhe. Das wird ein normales Wohnhaus. Das habe ich ja schon mal gesagt. Diese Straße heißt ja Straße in die Höhe. Ne? Genau, da steht Straße in die Höhe. Das hier unten ist der Kontrastenweg und das ist die Weberei St. Pasken. Weberei St. Pasken. Hier ist die Schäferei. Schäferei an der Zahl, an den Kontrastenweg 1, in der Kontrastenweg 2 ist die Wohnung des Schäfers und da geht es wahrscheinlich hier einen kleinen Flur mit einer Treppe nach oben und hier ist dann der Verkaufsbereich. So habe ich mir das vorgestellt. Gehen wir mal hoch, weil das kennt ihr ja noch nicht. So, gehen wir hier hoch. Zack. Hier ist die Touristik-Karawane in Nordwehen. Kann man schön, also wie so ein Reisebüro, ne? So Reisebüro oder Touristinformation, was es hier alles für Sehenswürdigkeiten gibt. Also an die Wand kommt ihr dann alle ran, diese ganzen Sehenswürdigkeiten, die es hier gibt. Mit der Hausnummer natürlich. So. Dann ist hier ein Wegweiser, den musste ich hier irgendwie reinquetschen, weil ich die Hauptstraße hier umgelegt habe. Genau, hier arbeite ich noch dran. Und ein neues Lied, cool. So, hier ist ein kleiner Erker, so wie ihr seht. Ja, da hatten wir jetzt perfekte Sicht hier aufs Rathaus, dann später mal. Vor allen Dingen von der Etage da oben. Können wir mal hier hochgehen. Und hier hat man perfekten Blick auf alles Mögliche. Genau. Wie ihr an meiner Levelzahl seht, ich habe mich auch schon wieder ein bisschen weiter hochgelevelt. Ich war glaube ich auf Level 29. Zum letzten Show habt ihr gesehen, dass ich auf Level 30 bin. Und jetzt habe ich Level 35. Ich war nämlich auf einer kleinen Jagd, wo ich mir wieder ein neues Essen herbeigebracht habe. Weiß gar nicht, was ich alles hier drin habe. Ganz viel Holz. Hab nämlich was getan. Ah ja, hier geht es ja jetzt nicht mehr weiter. Habe ich ein bisschen umgebaut. Da geht es jetzt hier lang. Und hier kann ich ja gleich mal den da machen. Genau. So. Hier müsste dann noch eine Treppe hinkommen. Oder ich baue da gleich diese Stufen hier hin. Weil die sollen ja auch ein bisschen umgetauscht werden in Stufen. Ja. Hier zum Beispiel können wir das ja auch ganz einfach gestalten. Indem wir diesen hier 1, 2, da kam jetzt Flint raus, das gefällt mir überhaupt nicht, dass da jetzt Flint rauskommt. So, können wir einfach den machen. Und im Endeffekt den hier. Da tun wir mal den hier. Ah, das ist Kies. Hier ist auch noch Kies. Genau, jetzt haben wir wieder. Hier. Hier und hier. Super. Das hat schon mal geklappt. Genau, hier weiterhin oben nichts entstanden. Nichts weiter. Nichts weiteres. Hier fehlen auf jeden Fall noch die Fackeln. Ich habe, glaube ich, das nicht dabei. Nicht gut. Sind wir alleine? Ja. Das Bett, das steht hier nämlich nicht mehr. Müssen wir mal im Lager pennen. Oder hier? Hier steht das Bett. Wir haben den Chat noch an. Super. Nur gleich mal ändern hier. Chat-Einstellungen versteckt.
Genau. Die Schäferei. Da steht ein Zahl. Aber die ist noch nicht fertig. Die ist noch nicht fertig. Das Rathaus ist jetzt hier. Habe ich da was dran gemacht? Ich glaube nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Plan entstanden bei mir im Kopf. Nicht im Kopf, sondern auch schriftlich. Und das ist das Lagerkonto. Genau. Oh, guten Tag. Und hier oben ist auch meine Futterkiste. Und ihr seht, ich habe hier ein bisschen. Das habe ich erhandelt übrigens. Wollte ich einfach mal wissen, wie das geht. Genau, und das wurde immer noch nicht abgeholt. Und das wurde immer noch nicht abgeholt. Also haltet euch dran, ne? Also hier, liebe Anni und liebe Fedoran. Anni, hast noch was in deiner Postkiste und Fedoran hat auch noch was in seiner Postkiste. Genau, hier oben, da tummeln sich schon Dorfbewohner. Das gefällt mir. Da, da sind zwei. Guten Tag, ein Bibliothekar. Oh, Feuerschutz 4. Das ist nicht schlecht. Und der hier, eine Eisenachs 4. 6 Smaragd-T. Ja, das ist schon allerhand. Also 52 Smaragde für Feuerschutz 4. Mit denen haben wir hier schon ein bisschen gehandelt oder haben die normalerweise auch drei Angebote? Wir haben eine Grußtruhe. Ist da noch irgendwas Verwertbares drin? Upsala. Das auf jeden Fall. Das ist Akazienholz. Noch irgendwas? So, gehen wir mal zum Bahnhof. Ich habe den nämlich euch noch gar nicht gezeigt. Bahnhofsgeschichten wird diese Folge heißen. Oder wenn mir noch was einfällt, dann ändere ich das nochmal um. Hier ist ein Trampelpfad. Können wir auch ruhig mal hier ein paar Stufen hinsetzen. Noch Erde. Ja, eine Erde haben wir noch. Seht ihr mal. Ist doch perfekt. So. Zum Bahnhof hier. Geht zum Bahnhof. Die Truhe ist leer. Können wir ja mal wieder anfangen, hier was zu sammeln. Hier volles Inventar oder wie? Guck mal, langsam tummeln die sich wieder hier. Guck mal, und hier sind jetzt ein paar reingerannt. Von wo? Von da. Hier stehen die Loren rum. Kann man damit fahren? So manuell? Nein. Hier geht's zum Bahnhof. Das ist aber noch nicht der Personeneingang. Hier habe ich noch was. Hier sind die Schienen. Dann das. Da aber ganz viel Stein. Super. Den werden wir brauchen. Ganz viel Truhen. Haben wir hier noch was in den Öfen? Stein. Eisen. Noch mehr Eisen. Hier sind auch noch Stein, 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 Stein. Bevor wir das rausziehen, tun wir aber was verzaubern. Das steht auf jeden Fall fest. Genau, hier ist der Bahnhof mit 1, 2, 3, 4, 5 Gleisanteilen. Bis jetzt sind es 5. Ja, habe ich mich verbaut. Bis jetzt sind es 5. Ja, war auch noch ein bisschen was drin. Wir kommen nämlich. Ja, da war gerade. Ah, das Fackellicht hat hier. Ah, jetzt verstehe ich. Hier kommen nämlich irgendwo auch noch hier so Aufgänge hin, aber ich weiß ganz genau, dass, ich glaube, unter uns die Bibliothek ist. Wir können also nicht weiter nach unten, weil ich ja eine Unterführung machen wollte. Ich sehe es vielleicht ein bisschen. Ne, sieht man nicht. Das sieht man nicht.
Da müsste ich nämlich die Unterführung in die Richtung. Da müsste ich das dort unterirdisch machen. Also sozusagen, wenn ich jetzt hier sage 1, 2, 3. Ne? Oder schon hier. Oder schon hier. Sage 1, 2, 3. Und das dann hier so runter geht. Ja, ich mache das gerade mit Halbstufen. Geht auch effizienter. So, so, so. Wer hatte hier? Hier ist Eichenholz. Tun wir mal den Rest hier rein. Zack, zack, zack. So. Machen hier mal. Und nicht als Flint. Das ist wieder so ein Krust im Inventar, ne? Ein Krust. So. Können wir dann auf selber Höhe dann hier so runterführen lassen. Nicht mit der Axt. Ich sehe jetzt wahrscheinlich gar nichts. Deswegen mache ich hier mal kurz Licht. Und auch da hinten. Es wird auch alles noch verkleidet, es ist jetzt erstmal nur roh. Das bedeutet, man geht jetzt hier so runter. Warte mal, wo ist die Schiene? Auf welcher Höhe? Auf einem tiefer, also auf der. Eins, zwei, drei, müssen auf jeden Fall noch zwei nach unten. Also so. Und auf die Höhe. Hier unten noch mal ein paar Fackeln hinsetzen. So. Und hier gehen wir dann wie viel rein? Machen wir hier noch so einen Gang. So, am besten. Und dann ist dann der Quergang. Sozusagen geht es dann daraus zur Stadt, ne? Logischerweise. Und den würde ich gern 5 breit machen. Also das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ich stelle hier meine Fackel in die Mitte. Dass wir ungefähr wissen, wie breit der dann wird. Da kommt wieder einiges an Stein zusammen auf jeden Fall. Und weil wir jetzt hier unten arbeiten, werde ich mir für die nächste Folge auch eine Uhr mit runternehmen. Und sowas geht überhaupt nicht. Das sind Silberfischsteine. Und diese Silberfischsteine werden uns wahrscheinlich richtig doll aufregen. Die gehen nicht nur schwer abzubauen. Wir haben hier nicht so viel abgebaut. Die haben ja alle umliegenden Blöcke, ne, dafür bezogen. Wir bauen uns mal den Diorit hier hoch. Der Stein ist uns heilig. So, bam. Da haben sie gerade die Fackel abgerupft hier. Seht ihr mal. Haben wir ein Schild mit hier unten? Nein, haben wir nicht, aber wir haben Stöcke. Das bedeutet, können wir hier schon mal
kann man ja auch im Umkehrschluss hier Birkenholz dafür nehmen. Und diesen da. Weil hier unten kommen ja eh keine Pferde lang. Den da machen. Ach, Moment mal. Bevor wir das ja machen. Das wird ja hier noch ein bisschen. Genau. Das war meine Vermutung, dass das jetzt passiert. Also müssen wir noch einen tiefer. Wir sind definitiv noch einen tiefer. Schade. Dann machen wir das nämlich so. Ne, nicht Stein. So. Und so. Müssen wir dann wieder auffüllen oben. Kann er ja im Grunde nichts dafür. Der gute Kiesblock. Hier, und da kommt dann der Schnösel hier dran. Und hier oben kommt dann genau. Auf der anderen Seite auch. Ich glaube, es ist Nacht, ne? Ja, es ist Nacht. Nicht gut. Sind wir alleine? Ja. Aber wir haben hier unten kein Bett. Das ist schlecht, ist das. Aber hier haben wir ein Bett hier oben, glaube ich. Vermute ich mal. Ja, da sind wir dran vorbeigelaufen. Ah, hier steht eins. Bis morgen!